Meine Damen, meine Herren, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Herr Präsident, also noch drei da, ich sehe fünf, sechs. Ja, also ich möchte anknüpfen an die Aussagen von dem Kollegen Hübner. Also er hat ja betont, wie schnell das Ganze abgehandelt worden ist. Und was ich noch mal betonen möchte, ist, wie einmütig das Ganze auch abgehandelt worden ist. Das war nicht zu erwarten angesichts des vorhergehenden Streits innerhalb der kommunalen Familie, nach welchen Kriterien sollen diese Gelder verteilt werden. Und dass sich in diesem Zusammenhang alle Fraktionen entschlossen haben, der Empfehlung beizutreten, das heißt, die Schlüsselzuweisung der letzten 5 Jahre zugrunde zu legen als Verteilmechanismus, hat mich überrascht. Freue mich auch darüber, dass in diesem Zusammenhang diese Einmütigkeit dann auch bei allen Fraktionen in diesem Zusammenhang vorhanden war. Das ist zum einen. Das Zweite ist, und ich würde auch gerne anknüpfen wollen an die Ausführungen von Frau Scharrenbach. Sie hatten gerade noch mal die Rolle des Bundes herausgestellt, dass er sozusagen entsprechende Hilfestellungen gibt, um die kommunale Investitionstätigkeit zu verbessern. Nur ich möchte ihn auch in Erinnerung rufen, dass es mal eine Zusage gegeben hat, einer Kostenentlastung in Höhe von 5 Milliarden Euro, und zwar durch ein neues Gesetz zur Eingliederungshilfe, was ab 2014 eigentlich kommen sollte. Und wenn es denn 2014 gekommen wäre, dann hätten wir bis 2017 bereits eine Kostenentlastung gehabt von etwa 14 Milliarden Euro für alle Länder bzw. für alle Kommunen. Und der Anteil in NRW, wenn wir den Königsteiner Schlüssel zugrunde legen, läge bei 21%. Und wir würden uns dann unterhalten über 3 Milliarden Euro und nicht über 1,1 Milliarden Euro. Worum geht es? Es geht darum, dass wir die Investitionstätigkeit in dem kommunalen Raum ankurbeln wollen. Und ich würde einfach auch mit Blick auf die Entscheidungsträger vor Ort, welche Maßnahmen sollen realisiert werden, behutsam heranzugehen. Behutsam in der Art und Weise, dass nicht neue Vorhaben, die man sich immer schon gewünscht hat, realisiert werden, wie eine neue Dreifachturnhalle mit entsprechenden Zuschauerrängen, etc., sondern dass man sich dort auf den eigenen Gebäudebestand konzentriert und versucht, beispielsweise im Rahmen der Energiesanierung Betriebskostenaufwendungen einzusparen, denn das wird dann auch haushaltsentlastend sein. Zu dem Antrag, der eingebracht worden ist, beziehungsweise jetzt zur nächsten Sitzung dann nochmal neu eingebracht werden soll. Ich kann nachvollziehen, darüber nachzudenken, inwieweit man den Kommunen Hilfestellung gibt, die möglicherweise Schwierigkeiten, ihren kommunalen Anteil, sprich 10%, leisten zu können. Nur der Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, sieht erstmal vor, dass alle Kommunen die Möglichkeiten haben, auf eine entsprechende Darlehensfinanzierung mit entsprechenden Zinsaufwendungen zulasten des Landes zurückzugreifen. Und natürlich wird dann auch jede Kommune in diesem Zusammenhang zugreifen. Das ein Stück weit zu reduzieren auf wirklich die Kommunen, die es betrifft, das müsste die Aufgabenstellung sein. Und ich würde Sie bitten, in diesem Zusammenhang noch mal darüber nachzudenken, inwieweit man hier dem Anliegen auch ganz durchaus Rechnung tragen kann, aber dann auch gezielt in dem Zusammenhang eine solche Herangehensweise miteinander vereinbaren kann. Wir schaffen damit Klarheit, deswegen auch ein schnelles Gesetz innerhalb von 1 Monat, sozusagen abgeschlossen im parlamentarischen Verfahren. Damit gibt es auch eine Belastbarkeit bezogen auf die Haushaltsplanung in den kommenden Jahren. Und bezogen auf das, was Sie noch mal ausgeführt haben, Frau Scharrenbach, bezogen auf die Frage, wie geht man mit den einzelnen Bausteinen um, beispielsweise zum Thema Breitbandbauausbau. Da bin ich sehr hoffnungsvoll, dass in Kürze auch eine entsprechende FAQ-Liste des Ministeriums vorliegen wird, abgestimmt mit dem Bundesfinanzministerium, was dann sozusagen als Handreichung für die Kommunen vor Ort im Rahmen der Entscheidungsfindung hilfreich sein kann. Das von unserer Seite. Vielen Dank.